Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben in der zweiten Kampagne. Und schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Da einfach auf die Wand da Fernsehen gucken. Ja, nicht, dass ihr hier Fernsehen guckt. Ne? Dürft ihr den Ton hören. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, das jetzt überall noch reinzubauen. Was haben die denn alles noch? So, guck mal, was ist denn das Problem? Bedürfnisse. Kleidung und Erholung. Kritisch, kritisch. Ach komm, Telefon. Ein Tutor in der Dusche. Ach so. Okay, wir machen aber jetzt vorher noch mal ein bisschen Erholung. Wenn das wirklich so schlimm ist, dann bauen wir den halt noch irgendwas rein. So eine Handelbank, ist das auch Erholung? Ich glaube schon. Die kommt aber auf den Hof. Gibt's hier noch einen Hof? Abfall, Lager, Dusche. Welcher Dusche ist es denn passiert mit der Dusche? Ah, schön. Da sehen wir doch schon wieder, dass hier der Little Johnny, Sonny Johnny, wie auch immer er hieß, irgendwelche Probleme hatte. Ah, kommt schon die erste Freude auf. Daran sieht man, dass es hier Gefahrenstufe ist sinkend. Den Rest ignorieren wir ganz gekonnt. Und pflanzt noch einen Baum, ne? Ein Baum. Und dann noch hier auf dem Hof einen Baum bauen. Ja, ne? Da erholen die sich bestimmt noch viel besser. Ich glaube, da gibt es einige Liebhaber der Natur. So, machen wir das mal zu. Essen. Da kann ich doch nichts dafür, wenn die nicht genug essen. Müde sind die. Na, warte. Entlassen die mal kurz hier. Wenn wir jetzt hier überall einen rausnehmen. Kantine ist immer Dreh- und Angelpunkt. Da wird immer geschlagen und getötet. So. Was sitzen die hier rum? Ah, die sitzen halt in der Dusche und gucken den anderen zu. Die Spanner. Okay, gucken wir uns das mal an. Oh, ein Buttermesser. Okay, das ist hier. Ich bin der Little Johnny. Und das ist Little Sonny. Alleine. Perfekt. Ja, Sonny. Sonny hat einen kleinen Husten. Okay, alleine, perfekt. Du hast dir viel Zeit gelassen. Lass den Scheiß. Ich habe sowieso nie verstanden, was meine Hure von einer Schwester an dir gefunden hat. Ist das ihre Idee? Ohne den Alten? Was denkst du, du fettes Arschloch? Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Ich liebe ihn wie meinen eigenen Vater. Schicke Seife, ne? Ich ertrage es nicht mehr mit anzusehen, wie deine Familie, wie diese Familie durch deine Dummheit zugrunde geht. Das Feuer war für dich. Überraschung, für dich. Und jetzt. Und dann würde ich dir den Gefallen mal zurückzahlen. Gucken, was der jetzt rausholt. Die Seife wahrscheinlich. Jetzt ersteckt er den mit der Seife. Ritual wärst du ein Heiliger. Wir wissen beide, dass die Hund mal vorhat, ist mich eines Tages um die Ecke zu bringen. Ja, du warst schon immer ein schlaues Kerlchen, Nico.
Sieh nur, wie weit dich das gebracht hast. Keine Angst, tut gar nicht weh. Ich hab dir gesagt, pass auf dich auf. Kennst du Frankie? Er kann hervorragend mit Klavierdraht umgehen. Okay. Eine Suppe. Ehrlich gesagt werden die jetzt für ein Selbstmord helfen, wenn der fertig ist. Aber wir wissen ja alles. Oh. Okay. Es hieß vorhin, wir haben zwei Tote. Okay, der ist tot. Der ist tot. Dem Arzt haben wir wieder zu viel zugemutet. Der muss sich erstmal ausruhen. Macht er direkt am Krankenbett. Das ist natürlich löblich, ne? Fantastisch, ne? Super, die bringen sich alle um, da freuen wir uns. So ist das richtig, ne? Jeder Häftling hat Drogen. Jeder! Hm, zurückgezogen. Okay. Alles durchsuchen. Das geht, glaube ich, über irgendwas hier. Hier, Razzia. Wir stellen mal ein paar Wachen ein. Steht dort. Und machen mal eine Razzia. Hm. 91% Unterhaltung haben wir schon. So, was findet man denn alles? Eine Spritze. Was ist das? Wie die immer einfach wackeln, ne? Telefon, ein Schraubendreher, Schnaps. Ah, jetzt kommt der Penetrator schon wieder und will uns irgendwas erzählen. Es ist nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Wir haben aber trotzdem Drogensucht und Alkoholismus. Drogentherapie. Okay, machen wir das. Und Gruppentherapie. Okay. Okay. Ja, das wissen wir schon. Also, wir müssen sozusagen uns um die armen Kleinen kümmern. Die Drogenleute. Wir brauchen. Wir brauchen. Gucken uns erstmal an, was die Razzia noch so bringt. Von mir anfangen. Knüppel gefunden, selbstgebautes Messer. Ein Messer, eine Gabel, eine Nadel, Medizin, Schere, Fusel, Gift, Zigaretten, Mobiltelefon, Schraubendreher, Drogen. Was ist denn ein Stor? Hammer und einen Bohrer. Okay. Nicht so viel Grün, wollen wir ein paar Gärtner einstellen? Die kümmern sich bestimmt um Grün, oder? Ja. Wer weiß, was das hilft, aber das machen wir einfach. Wir brauchen einen Aufenthaltsraum. Wo bauen wir den hin? Hier ist Platz. Eine
Tür braucht der. Da will ja jeder rein, ne? Aber. Na, wir machen das mal mit der Gefängnistür, die können wir wenigstens zumachen. Zweimal gedreht, wahnsinnig sinnvoll. Aufenthaltsraum. Baum, den wir gerade frisch gepflanzt haben, der muss ein bisschen mehr aus. So. Stuhl. Brillant mit einem Tisch dazu. Wahnsinn. Jetzt mal zu. Haben wir noch was Neues gefunden? Eine Säge. Feuerzeug. Ist schon cool. Ordentlich was gefunden hier, muss man sagen. Wir wollen hier rein. Dürfen Sie mal durch. Ne? Alle mal durch, alle mal durch. Normal, wieder zu. Genau so hier. Ah, die können mitgelassen. Nee. Dürfen durch. Ne? Ist ja nur mal Klassi. Ein bisschen rumhüpft. Hüpf, hüpf. Gut, okay. Zu erledigen. Was war mal dazu tun? Unterhaltung. Nein, machen wir jetzt nicht. Gemeinschaftsraum. Mal gucken, wie man das mit der. Gucken, was hier gibt. Personal. Gefangene. Einlieferung. Jobs, Bedürfnisse, Erholung ist immer noch nicht so gut. Zuschüsse, Programme. Ich denke mal, das wäre sinnvoll. Kein Terminplatz. Wenn wir hier das noch in die Tagesordnung mit reinmachen. Okay, dann gucken wir nochmal, was war in der Tagesordnung. Was muss denn da rein? Freizeitarbeit. Hier müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt erstmal das machen, was hier steht, und das tun wir mal. Wir machen jetzt hier raus einen Aufenthaltsraum. Geht nicht, weil der noch nicht fertig ist. Schneller! Tut was für euer nicht vorhandenes Geld. Was ist mit dem los? Ach so, der trägt einen Toten. Ich dachte, der wäre schon tot. Läuft hier doch rum. Das wäre ja komisch. Komisch. So, jetzt können wir das zu einem Aufenthaltsraum gestalten. Und der wollte Stühle haben. So. Haben wir da mal Stühle reingebaut? Was braucht denn der eigentlich da im Netzraum? Nichts. Aber wir bauen da noch ein bisschen was rein. Bücherregal. Oh, das war ein bisschen deplatziert. Machen wir es so. Ein Fernseher. Ein Billardtisch. Genau, so ein Rand. Gucken wir sich alle gegenseitig beim Billard zu. Machen wir es so. Und noch. Gibt's denn noch so? Ein Bügeltisch, ne? Irgendwas Beklopptes muss ja immer in den Raum rein. Gucken wir uns, was haben wir denn noch für Probleme? Okay.
Jetzt müssen wir doch direkt noch mal gucken, wie das funktioniert mit den Programmen. Start anhalten. Also wir können theoretisch... Aber Arbeit, Freizeit, Hof, Duschen, Schlaf, Nichts, Nahrung. Okay, wir gucken mal, ob der CEO uns irgendwie helfen kann. Wir müssen hier aber nochmal Strom anliefern. Brauchen ein bisschen Beleuchtung dort. So, hallo. Unter unserer Kontrolle. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mal an. Also wir könnten jetzt aufhören. Wir ziehen uns aber noch mal rein, ob wir das mit dem Programm irgendwie hinkriegen. Haben wir noch optional? Das müssen wir alles noch mal hier, kriegen wir schon noch hin. Frage wie? Mache ich erstmal alles auf. Hallo. Entriegeln. Entriegeln. So. Brauchen wir das volle Programm. Das gucken wir dann nebenbei noch mal ein bisschen. Ist Aufenthaltsraum gleich Gemeinschaftsraum oder gibt es da noch einen extra Raum? Der Leichenraum ist bestimmt sehr für Erholung da. Ich denke mal, das war's. So. Gucken wir mal, nichts. Nichts ist zu sagen. Ja, jetzt telefonieren wir wieder mal. Ich dachte, wir sind schon fertig mit telefonieren. Ja, ach so, jetzt haben wir das geschafft. Gut gemacht. Jetzt dürfen wir die Kleidung noch sauber machen. Das ist aber schön. Wäscherei. Eine Wäscherei, damit alle saubere Kleidung haben. Okay, ausreichend Hausmeister haben wir, denke ich mal. Ja, das sind ja hier die, die ja sich gleich mit denen gegenüberstehen wollen. Da gucken wir, trotzdem erstmal. Wir haben zu viele Häftlinge in unseren Zellen. Das wäre schon interessant, mal rauszufinden, warum. Wir machen es mal zu. Da kommen nicht pro Tag neue Häftlinge rein und das ist nicht schlecht. Da kommen vielleicht welche raus, weil sterben ja ab und zu mal welche. Arbeiter gefangen. Einlieferung raus. Das sind die Jobs, was hier zu tun hat. Das sind die Bedürfnisse, Kleidung. Jetzt kommen wir nochmal hier. Arbeit. Ah, wir haben keine Arbeitszeit. Die... Kann man das auch für alle machen? Ich würde gerne Arbeit für alle machen. Muss ich mal sicher zu. So. Ach so, die kann man extra machen. So. Gucken, was jetzt passiert. Jetzt können wir bestimmt hier ach, vielleicht ist es zu wenig. Warte, dann müssen wir nochmal gucken. Irgendwo könnte man nochmal die Übersicht. Räume belegt. Jetzt nochmal. Dann machen wir jetzt nochmal eine Arbeit danach, irgendwo hier in die Freizeit rein. So.
Was wollten wir eigentlich machen? Werkstatt nicht, Gruppentherapie, Alkoholiker. Alle Räume belegt. Das verstehe ich nicht, weil... Das ist doch angeblich ein Aufenthaltsraum. Da muss man... Wir lesen mal, ne? 2 Stunden Sitzungsdauer. Da kann natürlich sein, dass wir da 2 Stunden am Stück brauchen. Machen wir das mal so. Nee, ja, ist ja egal. Wir haben jetzt ja nur so... Probieren es mal nur aus. Ja. Nein. Ich drücke mal das Falsche hier. Das funktioniert. Super. Okay, haben wir das auch geschafft? Saubere Kleidung. Eine Wäscherei bauen. Dann bauen wir hier so eine kleine Wäscherei. Die kann man natürlich ganz schnell bauen. Eingang reinbauen. Eine Personaltür nehmen wir da, damit das Personal da durchkommt, ohne dass die Wache kommt. Und der ist auch nett hier, der steht hier rum. Der ist nur wieder reingemalt, oder was? Na gut, ist nur reingemalt. Was ist mit dem? Ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier noch nicht fertig sind. Jetzt hat es funktioniert. Wäscherei wollten wir bauen. Okay, wir bauen Waschmaschine, Wäschekorb und Bügeltisch. Waschmaschine. Und ich glaube, das war sehr lustig, weil hier darf nicht Wasser und Strom an eine Stelle zusammenkommen. Müssen die aber trotzdem anschließen. Mal gucken, wie das funktioniert. Bügeltisch haben wir ja schon mal gebaut. Und Wäschekorb. Ich glaube, damit können wir gleich noch mehr machen. Sieht aus wie die Mülleimer. Bauen direkt noch eine zweite und gucken wir mal, was jetzt hier als Versorgung ran muss. Schneller. Ah. Das ist schon die erste Waschmaschine. Okay, Strom und Wasser will der hier haben. Falsch. So ist richtig. Aber ich glaube, da Strom und da Wasser. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Falsch. Strom von unten. Wo ist denn der nächste? Na, das kommt eher nicht so laut. Machen wir uns Strom von dort. Und das Wasser holen wir uns von oben. Dann hoffen wir, dass es gut geht. Das ist, ich hatte das mal das Problem, dass die dann immer wieder kaputt waren. Und die Leute, die dann gerade Wäsche waschen wollten, die waren immer wieder tot. Tot durch Wäsche waschen. So. Haben wir jetzt sozusagen eine Wäscherei. Es ist schön, dass das alles so ein bisschen schneller geht. Können wir uns mal angucken. Wir machen mal doch mal die normale Geschwindigkeit. 36. Das machen wir schon fleißig. Machen wir auch fleißig. Kleidungsbedürfnisse ihrer Häftlinge. Gucken wir doch noch mal bei den Bedürfnissen rein. Bedürfnisse. Kleidung. Ja, das wird aktiv. Ich glaube, das ist immer das. Das ist gerade. Oh, es sind sehr viele gerade dabei, den Darm zu entleeren. Wollen wir mal gucken, wo die das machen?
Der hier. Ach, die sind alle erstmal so ein bisschen in Einzelhaft. Ja, also es wird jetzt kollektiv der Darm entleert. Kann man sich jetzt nicht beschweren, dass sie jetzt gerade keine Zeit haben, sich neue Kleidung zu holen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer dafür verantwortlich ist. Die Reinigungskraft wahrscheinlich. Gucken wir uns das mal an. Ja, der fährt hier fleißig. Ne? Immer der fahren. Der bringt jetzt. Zu jedem Bettchen ein neues, kleines Anziehsachchen. Okay, und jetzt macht er erstmal ein bisschen sauber zwischendurch. Okay. Schneller. Sagen jeder jetzt in seine Zelle so neue Klamotten geliefert und die alten lassen sie einfach liegen. Ja, genau. Aber wir haben ja vorhin genügend von den Reinigungskräften eingestellt. Die dürfen jetzt erstmal alle Wäsche waschen. Ja, vielleicht sollten wir mal noch ein paar Wäschekörbe hinstellen. Genau. Vielleicht hilft ihnen das ja. Ich weiß nicht, was die alles brauchen. Gucken, ob die dann direkt angerannt kommen und die mitnehmen. Naja. Nur noch ein bisschen, also. Die freuen sich schon über die Wäschekörbe. Ah, wir haben es sozusagen schon geschafft. Gut. Wir könnten jetzt hier noch ewig lange rumprobieren, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, weil wir ja die anderen Kampagnen auch noch spielen wollen. Deswegen würde ich sagen, klicken wir mal das Polaroid und gucken mal, wie es mit den Palermas weitergeht. Hm? Die liegen ja als Weile zusammen dort. Können sich eigentlich gegenseitig erzählen, was so los ist. Jetzt kommt die gute alte Dame ins Gefängnis. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass hier im Prinzip nur Männer im Knast sind. Ist halt der Männerknast, nicht der Frauenknast. Besuch. Hallo. Vitalia. Vitalia. Entschuldigung. Vergessen, dass er hochintelligent ist. Vitalia! Das findet ihr jetzt bestimmt nicht gut. Nee. Süße, das ist sehr gut. Tut mir leid, ich hab's vermaschelt. Ganz ruhig. Und das wird die Woche nicht überstehen. Ich weiß. Ich bin hier, um mich zu verabschieden. Weißt du, wir könnten doch einfach gehen, du und ich. Dieses verdammte Leben. Alles ist weg. Klingt gut. Aber ich bin eine Palermo-Nico. Und wenn Daddy nicht mehr ist und du als Außenseiter seinen Platz einnimmst, würden unsere Feinde unsere Familie vernichten. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss allen zeigen, dass immer noch ein Palermo auf dem Thron sitzt. Was kommst du hierher, um mich zu ohrfeigen, nach allem, was wir zusammen durchgestanden haben? Die will den bestimmt nicht nur ohrfeigen. Nico, Nico, Nico. Du bist so altmodisch.
Nein, Süßer. Ich werde mich von dir scheiden lassen. Willst du mich verarschen? Ohne die Familie hinter mir bin ich hier drin ein toter Mann. Ich weiß, Süßer. Aber das geht mich nichts mehr an. Ich wünsche dir einen besseren Ort, Daddy. Mach's gut, Nico. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt: Keine Zeit für Mitleid.